Hallo, heute soll unser Thema heißen Futterpflanzen für Nutztiere. Lasst uns einfach einen Spaziergang machen. Wenn ihr mich begleitet, werdet ihr bald wissen, welche Pflanzen begehrte Futterpflanzen sind. Wir starten in dieser Wiesenlandschaft, da, wo die Pflanzen sich im Jahreslauf ohne großes Hinzutun entwickeln. Hier weiden Mast- und Milchrinder, Pferde und Schafe und der Bauer mäht die Wiesen zur Heugewinnung. Sehen wir uns an, welche Pflanzen im September nach dem Mähen der Wiese, der Maat, vorrangig gedeihen. Da finden wir Klee- und Hahnenfuß, spitz- und breitwegerig, sowie die Blätter vom Rohrkleinsgras und vom Löwenzahn. Das Gras zeigt uns an, dass wir es mit einer Feuchtwiese zu tun haben. Die Feuchte des Bodens macht dem Maulwurf aber nichts aus, denn einen kleinen Hügel hat er aufgeworfen. Der Wiesen- oder Rotklee wirkt sich im Bestand positiv aus. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com